Schadlinge. Bald gehört ihr genauso wie alle anderen Planeten voller Schwächlinge mir. Erde gehört mir. Sind die Turbomobile alle startklar und einsatzbereit, IPT-Robo? Ja. Super, Katzenohren. Oh nein, ich habe gerade Romeos böses Lachen gehört. Super, Eulenaugen. Ich sehe ihn. Er befindet sich auf dem Mond. Oh nein, er richtet eine Strahlenwaffe auf die Erde. Schnell, PJ Masks, wir müssen ihn aufhalten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ich kann ihn nirgendwo sehen. Wir sind wahrscheinlich zu weit entfernt gelandet. Zum Glück haben wir unsere Turbomobile mitgebracht. Das ist viel besser als laufen. Da stimme ich zu. Kommt schon, PJ Masks. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh nein, Hilfe! Halte durch, Olette! Super Turboklaue! Danke, Catboy. Das war knapp. Du hast nicht zufällig Romeo gesehen, als du da oben warst, oder? Doch, er ist da hinter dem Hügel. Los! Sag tschüss, Erde. Das ist neu. PJ Masks, wie habt ihr PJ Plagegeister mich gefunden? Katzensprung! Super Turbobohrer! Muhaha! Das ist das letzte Mal, dass ihr PJ Plagegeister mir Ärger macht. Bereitet euch darauf vor, mickrige Pyjamas zu sein. Oh nein! Oh oh. Super Gecko-Muskeln! Danke, Gecko. Huch, wo ist Romeo? Beruhig dich, Romeo. Wir werden das wieder rückgängig machen. Da wären wir, Romeo. Gib mir die Strahlenpistole. Ihr PJ Masks könnt gar nichts richtig machen. Das nächste Mal kriege ich euch, PJ Plagegeister. Super Katzentempo. Super Gacko-Muskeln. Super Eulenflügel. Wow, was ist das? Super Katzenohren. Was auch immer es ist, es kommt schnell auf uns zu. Seht ihr das an, Robots? Oh! Diese lästigen PJs werden meinen Schneebot niemals aufhalten. Wow! Das war der größte Schneeball, den ich je gesehen habe. Super Eulenaugen! Oh nein! Er rollt auf den Rodelhang zu. Schnell! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Er ist zu schnell. Ich versuche ihn zu verlangsamen. Los, schnapp sie dir, Catboy. Super Katzentempo, super Katzensprung. Wow, wow, wow. Ha, nimm das, Catboy. Ich habe ja gesagt, dass du meinem Schneebot nicht gewachsen bist. Wenn wir den Hügel ganz groß machen, wird ihn der Schneeball vielleicht nicht zerstören. Tolle Idee, Olette. Eulenflügelwind! Super Gecko-Muskeln! Das sollte genügen! Pass auf, Gecko, da kommt er! Es muss hier irgendwo sein, Robot! Es hätte fast in einer Katastrophe geendet. Ah,
Tag hier, PJs ruiniert alles. Wir haben nicht nur den Hügel gerettet, sondern ihn sogar noch größer und besser gemacht. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist es jetzt mit der Gefahr! Wuhu! Wuhu! Katzenohren! Da unten buddelt jemand! Los, Mondskristall für Meister finden! Ich habe mich schon gefragt, wo die Pyjama-Plagegeister wohl auftauchen. Romeo? Warst du das, der durchs All geflitzt ist? Ja, ich habe meinem Labor nur ein paar Raketendüsen hinzugefügt und voila, hier bin ich. Ich will den Mondkristall ausgraben, damit ich all meine Geräte verstärken und die Weltherrschaft übernehmen kann. Der war gut, Meister. Aber du zerstörst den Mond. Meinen wundervollen, wundervollen Mond. Schon klar. Ich bin mir sicher, mein Roboter findet in Kürze noch einen Kristall. Dann höre ich auf, aber nicht bevor er ihn gefunden hat. Oh, oh. Was? Nein! Der Riss wird immer größer. Ich kann ihn reparieren. Gebt mir meinen Mondkristall zurück, bevor es zu spät ist. Bitte. Ich weiß nicht. Als du ihn das letzte Mal hattest, hast du uns in Käfige gesperrt. Schon vergessen. Das war was anderes. Wirklich? Wir kriegen das auch allein hin. Gecko, sieh zu, dass der Riss sich nicht weiter vergrößert. Eulette, du hältst den Roboter auf. Ich hole mir Romeo. Hey, Romeo, das hat jetzt ein Ende. Das wirst du nicht tun. Meine Kräfte schwinden langsam. Ich brauche den Kristall. Ich lande immer auf meinen Füßen, Romeo. Oh. Die gehört jetzt mir, Roboter. Meine Schaufel. Oh, was soll ich jetzt tun? Gegen den Strahl kommst du nicht an. Mein neuer Staubsauger des Verderbens wird euch zeigen, wo es lang geht. Wir werden sehen, wer als letzter lacht. Super Katzentempo! Hab ich dich! Das glaube ich nicht! Jetzt aber! Versuch's nochmal! Oh, komm schon! Catboy, alles okay? Ja, klar! Ihr könnt ihn ja schon mal fangen. Ich komm gleich nach. Super Eidechsengriff! Gut, ich versuch's nochmal. Super Katzentempo! Das darf nicht wahr sein. Super Katzensprung! Oh je! Super Gecko-Muskeln! Gecko! Ich hab dich! Danke, Catboy. Gerade rechtzeitig. Ja, gut, dass du so schnell bist, denn das war echt knapp. Leute, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, Romeo hat meine Superkräfte gestohlen. Was meinst du damit? Es ist alles weg. Mein Supertempo, meine Sprünge, meine Streifen. Einfach alles. Jetzt bin ich nur ein ganz normaler Junge in einem Kostüm. Ringendes Reptil. Dafür hat Romeo seinen neuen Strahler eingesetzt. Keine Sorge. Ich bin sicher, wir können das rückgängig machen. Das hoffe ich doch. Ich fühle mich so hilflos. Es ist, als wäre alles, was Catboy war, einfach verschwunden. Tja, wenn das nicht die PJ-Plagegeister sind. Romeo, was hast du vor? Nichts Gutes. Immer nur was Böses. Ach ja? Dann pass mal auf. Wir haben neue... Schicke Federn, Kätzchenstreifen und ein paar Eidechsenschuppen. Ich wollte aber Kräfte sagen. Woher willst du genau wissen, wie sie wirken? Wir haben sie bei dir nicht eingesetzt. Noch nicht. Wir Schurken haben unsere Mittel, um so manches zu erfahren. Roboter, ergreif sie! Wen soll ich als Ersten besiegen, Meister? Oh, die Wahl fällt mir wirklich
nicht schwer. Ich will doch mal sehen, was diese tollen neuen Kräfte können. Angriff! Macht euch auf meine Roboterklauen gefasst! Wird nicht nötig sein. Ja. Gefallen dir meine neuen Kräfte, Romeo? Die sind nichts verglichen mit meinen hier. Aufhören! Das geht nicht. Mach dich bereit für die Gecko-Schilde der Gerechtigkeit. Hilfe! Nächstes Mal kriege ich euch, Peter Mess! Autsch! Was soll ich sagen? Also, meine Streifen sind klasse. Tja, das waren meine Federn. Nee, als er meine Gecko-Schilde nur gesehen hat, ist er geflohen. Los jetzt, behalten wir diesen Schurken im Auge. Autsch! Meister, haben Sie gesehen, was diese neuen Kräfte so können? Oh ja, sonnenklar. Oh, ich meine, klar wie der Mond. Jetzt ist es Zeit für den Rest meines Plans. Ups. Wird das wirklich Ihre mächtigste Erfindung aller Zeiten, Meister? Ja, mein Metallfreund. Und sie ist nur für dich. Oh, supi. Romeo ist zurück. Was hat er jetzt vor? PJ Masks, ihr seid da, wo ich euch haben will. Macht euch bereit, besiegt zu werden und ich mache mich bereit für die Weltherrschaft.